Und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von... Wie heißt das Spiel? Part of Exile, genau. eigentlich sollte jetzt der Eddie bei mir sein. Der wollte mit Let's Playen, aber der ist irgendwie nie online. Und ich habe jetzt meinen Ranger lassen. Ich habe keinen Bock auf Ranger. Ranger macht mir keinen Spaß. Spaß macht mir, eine Hexe zu spielen, auf jeden Fall. Und da werden wir jetzt mal gucken, wie wir die Gegner rocken. Ich habe in Diablo 3 schon eine Sorg gespielt und ich muss hier auch eine Sorg spielen, also von daher, ich komme mit anderen Klassen nicht klar. Na? So. Jetzt guck mal, wie die abgeht hier. Krass, oder? Cool. Gruppenangriff ist so geil. AOE ohne Ende. Wie die umfallen. Geil. Zepter, ui. Gucken. Nee, ich will meinen blauen Diamanten behalten. Cold Damage. Und in das neue Zepter könnte ich nur Feuer machen. Aber ich finde Cold Damage viel geiler. Erstmal beeinträchtigt dieses Gegner voll. Und irgendwie, wir sehen nicht. Sieht cooler aus. Oder das ist Feuer. Ist auch cool, aber Eis ist cooler. Mehr Mana. 5 Mana. Das war's. Verdammt. Die kriegen wir jetzt. Die kriegen wir jetzt. Aber wir können uns aufleveln. Cool. Ein Skillpunkt available. Increase Spell Damage. Oder 10 Intelligenz mehr. 10 Intelligenz machen wir mehr. Auch mehr Schaden. So, wo war das? Irgendwo hier, ne? Plus 14 Dexterity. Ha. Nichts für uns. Du Hexe. Ah, nicht ich Hexe, du Hexe. Verdammt. Ich sei nicht Hexe. Du sei ein Hexe.
Böse. Ja. Verdammt. Und dafür wollte ich den Eddie haben, dass Eddie vorläuft, dass Eddie stirbt und dass ich einfach weiterlebe. Mein Kristall-Level, also mein Eiszauber ist Level up. Macht ja noch mehr Schaden. I need more mana. Noch mehr Mana? Iron Gauntlets. Wo war die Hexe? Kamen sie da irgendwo, die Hexer, ja. Jo, tut das. So, was haben wir da schon jetzt? Lass mal Inventar leer machen. Wir haben so viel Scheiß dabei. Leck, weg, weg, weg. So, eine Faust mit Nägel, Schuhe und ein Schwert. Wir haben drei Identifikationsrollen, die können wir alle nutzen. Die Schuhe machen plus 21% Evasion Rating. Ziehen wir an. So, das Schwert macht 11 to Fire Resist. Und Increase Accuracy Rating. Brauche ich nicht. Und die Faustwaffe macht... Boah. 24 Physical Damage mehr. 2 Life, wenn du... Also gibt dir Leben, wenn du wenn du Gegner tötest. Und plus 3 Accuracy. Also Accuracy. Treffsicherheit praktisch. Wer das haben will oder so, einfach sagen. Aber ich hebe ja so eine Sache eigentlich nicht auf, ich verkaufe die ja eigentlich. Ich hebe ja eigentlich nur die wirklich besonderen, seltenen Sachen auf. Mal, wie die abgeht hier in die Szene. Portal Scroll. Aha. Mein Edelstein ist wieder fast Level up, wie es aussieht. Du Monster? Hm.
Jetzt haben wir auch einen Helm auf. Macht er irgendwas Besonderes? Nee. Mudflitz. Ich sehe gar nicht mehr. Ich glaube, da waren wir im Ranger noch gar nicht, oder? Doch, da waren wir schon. Hier waren wir schon, doch, doch. Oh, jetzt habe ich mich zurück teleportiert. Egal, ich muss eh ein paar Sachen verkaufen. Come to hear your poem. There's an island. I hope so. Sell items. Rein da. So. Accept. Wie viele Rollen haben wir gekriegt? Eine Rolle auf Wisdom. Nur eine Rolle, ist ja wenig. So, sollen wir mal die Höhle erforschen, die wir letztes Mal nicht erforschen konnten, weil wir als Ranger zu schwach waren. Eine Scroll of Wisdom. So. Was ist da davon? Viecher. Oh, ein Blauer. Oh, super Twig Shield oder sowas gefunden. Super Twig Shield. Spell Damage plus 10 erhöht. Nehmen wir. Gucken, wie der aussieht. Das ist ein Totem. Da können wir doch dieses... Raus da. Und hier rein. Ins Schild. So. Schön. Schön identifizieren nachher. Wieder ein Blauer. Click to level up. Level up. Meine Gems.